Ja, wir stehen heute hier in Bern in der unendlichen Warteschlange für faire Schuhe. Mehr als 150 Menschen sind gekommen, alte, junge Menschen aus Bern, Menschen aus der ganzen Schweiz, um anzustehen für faire Schuhe. Weil faire Schuhe in den Geschäften, die wir hier haben, finden wir nicht. So gut wie keine fairen Schuhe, darum kümmern sich die Markenfirmen nicht. Wir als Public Eye haben recherchiert, haben die Bedingungen, unter denen zurzeit Schuhe hergestellt werden, recherchiert. Hungerlöhne, die gezahlt werden in der Produktion. Gerade einmal 150 Franken im Monat. Können Sie sich vorstellen, davon zu leben? Nein. Aber das ist die bittere Realität, unter der Menschen, Millionen Menschen in der Welt, unsere Schuhe, die wir in den Markengeschäften finden, herstellen. Wir stehen heute hier an, um endlich einen fairen Schuh zu fordern. 150 Menschen stehen heute bei strömendem Regen in Bern an und machen Druck auf Markenfirmen, damit sich endlich etwas ändert und gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen in der Schuhbranche Einhalt erhalten. Wer mitmachen möchte, kann das tun unter theshoecreator.ch. Da findet man mehr Informationen und vor allem kann man auch mehr erfahren über wie heute Schuhe hergestellt werden. Man kann sich einen eigenen Schuh designen und gewinnen mit etwas Glück. Also mitmachen bei theshoecreator.ch.